Also ich gucke jetzt, wie viel Eisen wir haben, dann fange ich an und schon mal. Also ich habe meine Eisenpicke ja verloren bei Ja. dem Vorhaben. Hast du deine noch? Ich habe die aufgebraucht, glaube ich. Ja, okay, ich habe meine auch aufgebraucht. Okay. Also wenn du möchtest, hole ich noch Magmasteine. Hast du vor, was im Wasser zu machen? Also wenn wir ein Herz des Bislang. Meeres kriegen, Ja. dann wäre das durchaus möglich. Da würde ich. Ich traue mich nicht alleine darunter. Also wenn wir darunter gehen, dann würde ich sehr gerne mit dir runtergehen, weil das sieht so aus, als könnten wir da auf jeden Fall Dias finden. Auf jeden Fall, ja. Also ich sehe hier sehr viel Kohle, da ist Redstone und ein riesiger Stein. Okay, also da würde ich auch erst mit Rüstung runter. Ich baue hier mal eine Trump-Mauer hin. Eine Trump-Mauer. Ja, mit der Wasserfall erstmal weg ist. Okay, von der Seite wird schon weniger. Ah, ne, ich hab noch eine Eisenpicke. Okay, noch Ah, mal. okay. Eine frische, ich habe mir die wohl gemacht, bevor wir offline gegangen sind. Wahrscheinlich wollte ich da runtergehen. Das kann gut sein. Recht leichtsinnig gewesen von mir auch. Ich würde dann auch gleich auf Eisenschwerter upgraden. Weil da unten sind sehr viele Monster. Das fließt ab. Aber das wird ein bisschen nervig hier mit der Wasserwand, aber das wird schon. Haben wir den glatten Stein? Ist wahrscheinlich nicht, oder? Ja, aber sonst hätte ich jetzt Rüstungsständer gebaut. Da brauchen wir Silk Touch, ne? Nein. Nein. Nope. Wie kann man den denn noch bekommen? So viel ich weiß, kriegt man die aus Schmieden. Stimmt, ja. Aber das Dorf, da ist ja bis jetzt viel Anzeige. Außerhalb des Sanddorf da, aber du Stimmt. kannst Sandstein farmen. Gut. Also ich habe jetzt schon zwei Harniche und zwei Helme. Ich mache jetzt gleich eine Kiste und ich wundere, da dürften jetzt dann anfangs Teile von Rüstungen liegen und wenn du irgendwann mal reinguckst, dann dürften da eine volle Rüstung und zwei Eisenschwerter, also zwei volle Rüstungen und zwei Eisenschwerter. Und auf einer Seite dürfte noch eine Pickaxe sein. Okay. Was kommt alles langsam? Das wird so hässlich hier aussehen, aber. Ist notwendig. Ist auch viel besser, wenn dann nicht das Wasser mehr darunter abfließt. Weil es wird dann nervig zu kämpfen, wenn es dann hart auf hart kommt. Also, wir sollten auch Gold mitnehmen wegen der Hölle. Ich weiß nicht, ich war jetzt noch nie wirklich so überlebensmäßig in der Hölle. Echt Seit nicht? dem letzten Patch. Waren wir nicht in der anderen Also, Welt mal drin? ja, kurz verrückt. Stimmt, ja. Ja, gut, aber wir hatten auch immer sehr ungünstiges bei uns. Ja gut, ja. Wo das Kann Dorf ich was eigentlich verstehen? ganz cool war, aber bald nichts eigenes, so, ne? Und alle Wildjäger tot. Außer zwei, ein Sklaven. Und die hätten mich Stimmt. mehr. Achso, du meinst, oder meinst du bei unserem Ding-Projekt? Aber da hatte ich auch welche. Also ich habe immer, in jedem Projekt habe ich eigentlich immer irgendwo zwei Villager gehabt. Stimmt, ja. Weil mir das eigentlich persönlich sehr wichtig ist, weil ich gucke immer fürs Late Game wegen Mending und so. Silk Touch. Die Höhle könnten wir. Kies. Ja. Jetzt wird das Loch füllen.
schließt denn der hier ab? Was ist der? Zieh schon mal zu. Währenddessen du jetzt mal zubaust, jetzt versuche ich nochmal die restlichen Erze, Ja. die wir noch hier rumliegen haben, mit Kupfer, bla bla bla, den ganzen Scheiß so zu farmen. Sonst geht das Holz wieder aus, oder? Würde der Holz farmen. Also dann nehme ich mal. Ich würde sagen, ich nehme eine Doppelkiste, oder? Für unten, für das ganze Monster. Ja, das wäre ganz gut. Ah, das ist Bisschen Kohle. kacke. So Fackelhaus. Nee. Warte. Ich habe schon vor, irgendwann so einen Panda vor der Haustür zu haben. Können wir ja alles anholen, das Ja. war ganz toll. So zwei Wachpandas. Warte, wo habe ich das jetzt nochmal angebaut? Da, stimmt. Ja, so langsam wächst es, ist gut. Noch kein Panda gespawnt. Obwohl da eigentlich Biom sein sollte. Aber das sieht sehr attraktiv aus, das ist eine richtig große Eisenader. Ach, sehr gut. Ich komme lieber heim, weil hier schleichen schon die Monster herum. Ist für den Anfang für uns aber auch gut, weil wir sehen, wo die Zombies spawnen und unsere Hütte. Deswegen würde ich jetzt noch nicht direkt. Aber ich denke mal, so wie wir es jetzt gerade haben, ich will jetzt noch ein bisschen rumlaufen, ich sehe jetzt keine. Hier hinten sind noch welche. Ich finde unseren Spawn eigentlich ziemlich interessant, wegen der Höhle und direkt der Meerverbindung. Ja, ist. Auf jeden Fall. Und natürlich der Pilzinsel. Ja, stimmt, das war ja ein Seed. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass ich das mit dem Meer jetzt nicht unbedingt an jeder Stelle so geil finde. Mehr ist schwierig immer. Aber irgendwann werden wir das Meer kontrollieren. Aber was halt cool ist, ist, dass wir halt Lava haben. Ja, das ist sehr gut. Weil dann können wir auch in den Nether irgendwann. Wenn wir nicht zufällig so ein Portal finden. Werden wir früher oder später müssen. Ah, das ist jetzt ziemlich mies. Ah, die Karotten sind gewachsen, ja cool. Es fügt sich. Die Wochen dann noch mehr Fackeln heute runtergehen. Auf jeden Fall. Wäre sogar dafür, dass ich davor nach Farm gehe und dann direkt Leitern baue, dass wir da sofort einen schnellen Hochweg kriegen. Ja, Leitern. Leitern sind wertvoll unterschätzt, finde ich. Können gleich den Arsch retten. Also dann gehe ich jetzt gleich hier. Achso, wenn wir, okay. Jo.
dann Dirt farmen. Ich will uns noch ein bisschen Holz. Jo. Ist wahrscheinlich da. Gehen wir nicht hin. Ach, Hühnchen. Oh ja, totes Huhn. Michael ist schon ein bisschen barbarisch. Ah, eine Schildkröte. Oi. Ein Wolf wieder. Ja, hier kann ich ein bisschen Dirt abtragen. Obwohl, ne, mach ich in der Savanne. Da machen wir wahrscheinlich eh nichts. Ja, Bambus wächst hier schon langsam. Schön. Das ist gut. Was ist das mit Stein da vorne? Wo bist du? Ah, okay, du hast angefangen. Das ist ja, okay, nee, finde ich gut, find gut. Alles gut. Ach so, okay. Ich hab nur gesehen, wie du jetzt das Meer getrennt hast. Ich war nur verwirrt, weil ich nur von der Ecke so ein bisschen Kobbel Ach gesehen. so, ja. Aber passt gut aus. Hab einfach nur irgendwelche Blöcke genommen. Das hat auch irgendwie was, weil du hast ja jetzt so eine Art Ding, das kann ja so. Übergangmäßig. Dass wir so einen Wall haben. Ist natural. Natura. Ja, wir können theoretisch den ganzen See austrocknen, ne? Aber die Mittel haben wir dazu noch nicht. Es geht ja von außen, muss es um Gottes Willen ja nicht perfekt aussehen. Soll effektiv sein, wenn man ein Spiel durchspielt. Ich hoffe dafür, dass wir versuchen, nach dem Ender. Ich wollte gerade das ich wollte gerade Kinzen sagen. Dass wir nach dem gucken, dass wir halt diese neuen Viecher da machen. Ja. Weil dort gibt's coolen Loot. Wir hatten ja, glaube ich, eins direkt unter der Base, ne? Ja, Also kann scheinbar. sein. Wegen den Geräuschen, meinst du? Ja. Das kann gut sein. Habe ich jetzt so auch noch nie gehört, tatsächlich. Oh, das sind die neuen Minecraft Sounds einfach. Das kann auch sein. Aber, na gut. Ich glaube, so schwer zu finden ist sie jetzt auch nicht. Auf Bedrock für. Absolut nervig hier. Aber ich glaube, der Kompass von denen, der sorgt dafür, dass du deine Items wieder findest, also den Ort, wo du gestorben bist. Das heißt, es wäre cool, wenn wir mich hätten. Ja. Ich glaube, man soll immer einen bei sich tragen und einen auf Reserve. Ja, das macht es alles einfacher. Obwohl, das wird nicht, ja. Schade ist, wenn wir keinen Schwamm haben, aber wir haben ja auch keinen Tempel in der Nähe. Ja. Das ist eh ein bisschen schwierig ohne Tränke. Stimmt. Ja gut, aber Wassertränke können wir ja easy kriegen. Wir brauchen nur noch ein Dorf. Ja. Hast du Minecraft?